Ich heiße Birgit Morien, komme aus Köln, bin jetzt 52 Jahre alt und arbeite seit 15 Jahren als Coach und habe eine Methode entwickelt, die ich Ihnen heute gerne vorstellen möchte. Diese Methode nenne ich Dream Guidance und es ist ein ganzheitliches Konzept, was im Wesentlichen besteht aus dem Entwicklungsquadrat, also da möchte ich Ihnen nur die Struktur vorstellen. Das heißt, ich gehe immer in 4 Schritten vor, wenn es ein Thema zu bearbeiten gibt. Das nenne ich das Entwicklungsquadrat. Ich beginne mit der Positionsanalyse, also wo steht jemand, welche Ressourcen bringt die Person mit. Da geht es um Rollen, Erfahrungen, Identitätskonzepte. Dann gehe ich mit den Personen in die Visionsfindung. Immer dann, wenn es um Fragestellungen geht, die Entscheidungen einbinden oder erforderlich machen, haben wir ja eine Situation, die auch eine Unwägbarkeit in sich birgt. Und diese Unwägbarkeit oder diese Unsicherheit, kann ich auch sagen, oder ein noch stärker wirkendes Wort mit reinnehmen, Angst, Angustia, Angustiae, die Enge. Wir haben es also mit kognitiven Verengungen zu tun, wenn wir uns in Veränderungsprozessen befinden. Aus diesem Grunde, wenn es um die Frage von Perspektivenklärung geht, zum Beispiel frage ich meine Klienten schon seit 10 Jahren nicht mehr, wo wollen Sie in 5 Jahren stehen? Ja, weil jeder erzählt mir was Schlaues und ich habe das auch im Anfang alles geglaubt, was mir erzählt wurde. Der Punkt war jedoch, und das hat sich schnell herausgestellt, zumindest in meiner Beratungspraxis, dass in einer Veränderungssituation wir ja auch eine Bereitschaft haben, was zu ändern. Das bedeutet, es gibt Unzufriedenheiten mit dem Status quo. Die Perspektiven, aus denen ich mir die Prozesse anschaue, die sind ja bei jedem Coach anders. Wir kommen ja alle aus sehr unterschiedlichen beruflichen Hintergründen. Das ist bei mir, dass ich mal vor langer Zeit Diplom Kommunikationswissenschaften studiert habe in den USA. Die zweite Perspektive ist die des Business Coaches, also diejenige, die auch unternehmensberaterisch Prozesse begleitet. Die dritte Perspektive ist die der Marketing- und PR-Beraterin oder Consultant. Also das habe ich mal gelernt, PR. Und das vierte ist dann die vierte Perspektive, diejenige, die sich Dream Guide nennen könnte, also entlang der Methode, entsprechend der Methode. Eine, die sehr interessiert ist an spirituellen Traditionen weltweit und auch diese Dimension mit einbindet in die Beratung unbedingt, weil meine tiefe Überzeugung ist, dass wir ohne diese Art grundlegender Verankerung nicht wirklich wirksam agieren können, schon gar nicht auf Dauer. Ist der Buddha? Das ist meine Frage. Ich bin keine Buddhistin, aber das ist doch ein liebenswerter junger Mann. Das Beste, was für Sie in den nächsten 5 Jahren in der Tüte drin steckt. Das hat eine Farbe. Spontan. Welche Farbe ist das? Und malen Sie nur mal die Farbe. Also das muss jetzt nichts Dolles sein, nur die Farbe. Auf dem Blatt Papier. Und dann im nächsten Schritt ist es so, dass die Übung da so weitergeht, dass Sie in die Farbe eintauchen werden. Aber wenn ich Ihnen jetzt sage, tauchen Sie mal in die Farbe, geht das nicht. Ja, weil da sagen Sie so einen Schwachsinn. Aber wenn ich anfange, das Instrument zu benutzen, dieses Monochord, ich habe es ein bisschen weiter zurückgestellt, damit es auch in den Raum rein tönen kann. Das Entscheidende bei dem Instrument ist, die 72 Saiten, alle auf einer Tonlage eingestimmt, dass wenn ich das anspiele, Obertöne entstehen. Und auf diesen Obertönen lässt sich trefflich reiten. Also da können Sie dann reisen, können Sie verreisen, können Sie in die Farbe eintauchen, also in Ihre Farbe eintauchen, Color Diving. Um Sie ein bisschen intensiver in die Atmosphäre eines Coachings hineinschnuppern zu lassen und Ihnen überdies zu zeigen, dass die vielfältigsten Methoden zur Anwendung kommen können und keine Beratung einem vorgefassten Schema folgt, habe ich mich entschieden, Ihnen ein Beispiel ausführlich wiederzugeben. Es ist in meiner Erfahrung das beste Beispiel für ein ganzheitlich gelungenes, im herkömmlichen und nur am Prestige orientierten Sinne, zugleich jedoch beinahe desaströs zu nennendes Coaching. Die Wandlung eines Mannes vom Chefredakteur zum, noch wird nichts verraten.